Ich sehe es im Vergleich für eine Kundin, wo ich dann 3 Stunden an Nägeln arbeite, ja, weil die lang und bunt und so weiter, bekomme ich viel weniger eingenommen, wie wenn ich 3 Schellackkunden zum Beispiel. Wenn du das runterrechnest auf die Minute genau. oder so, ne, dann kommt die Wahrheit raus. Ne? Genau. Das hatte ich gestern auch auf der Messe, habe ich auch so mit so ein paar Nageldesignern gesprochen und die meinten auch, die machen sehr gerne Nail Art und haben auch viele Kunden mit Nail Art, aber die verdienen halt daran nicht so viel. Ne? Genau. Und was sich auch rauskristallisiert hat, ist so, dass man sich seinen eigenen Kunden oder das, was man lieber macht, auch ins Haus holt, so ein bisschen. Ne? Man erzieht sich seine Kunden selber so ein bisschen. Das stimmt. Also ich habe gemerkt, wenn ich dann selber mal Nail Art auf den Fingernägeln habe, dann kommt so, oh, machst du mir auch irgendwas ganz Nettes, Kleines drauf, ja. Und, aber es ist dezent. Immer. Meistens ist es der Schmuckfinger, der klassische. Genau. Ja. Ich würde jetzt nicht, wenn ich ein Herzchen drauf gemalt habe, 5 Euro mehr verlangen. Nee, ja, aber es ist halt dann doch nochmal ein bisschen mehr Aufwand. Bei uns damals hat es immer ab 50 Cent angefangen pro Finger. Und mit Airbrush waren es dann auch mal gerne 1 Euro. Genau. Und dann, aber es trotzdem, es lohnt sich immer mehr, Schellack zu machen. Ne? Es ist ja schon aufwendig, wenn du zum Beispiel 2 verschiedene oder 3 verschiedene Farben aufträgst. Genau. Ja? Das alleine, weil du ganz anders arbeitest. Dein Rhythmus wird gestört und dadurch brauchst du mehr Zeitaufwand. Und das sieht zwar der Kunde nicht, aber das muss man ihm erklären. Was trägst du denn selber am liebsten? Ich muss sie verstecken. am liebsten ist es unterschiedlich. Also zurzeit trage ich lieber einfach Natur, ganz schlicht, schon alleine wegen einem Projekt. Aber ich habe dich auch schon mit längeren Nägeln gesehen. Ja. Wegen dem Projekt, weil das dann durch die Handschuhe so schimmert. Das sieht nicht schön aus vor der Kamera. Aber die waren jetzt tatsächlich länger. Die waren ungefähr schon so. Okay. Und super rausgewachsen. Ich bin fasziniert, wie gut das Material gehalten hat. Und dann hatte ich doch dieses kleine Video gemacht hier am Tisch, wie ich den herrichte. Und bin dann im Gitter mit einem kleinen Finger hängen geblieben. Und dann dachte ich, okay, jetzt wird es Zeit, jetzt musst du sie kürzen. Ja, du bist ja auch auf Social Media unterwegs, ne? So ein bisschen. Ja, wird wahrscheinlich jetzt demnächst, nicht so wie du. Ja, aber es wird bei dir mit Sicherheit auch demnächst mehr werden. Wenn du ein bisschen Zeit findest, ein bisschen runterkommst hier, ein bisschen dich eingelebt hast, ist noch ein bisschen Baustelle im Studio, aber auch diese Wand wird wahrscheinlich noch verschönert. Ja, da hätte ich gerne ein Logo, genau, beleuchtet, damit man es von draußen sehen kann. Ja. Und es ist noch einiges hier zu tun und ich bin halt hier sozusagen damit gerade komplett verwachsen. Plus nochmal neue Mitarbeiterin und nochmal deine Stammkunden. Genau. Und dann das Projekt, wo ich ja dann immer nach Frankfurt fahre. Und das ist halt einfach ziemlich viel gerade. Es ist nicht so, dass es mich überfordert oder so. Aber andere Sachen bleiben halt hinten dran. Wie zum Beispiel die Buchhaltung und Social Media. Ja, genau. Und Buchhaltung ist bei mir auch noch am Schreibtisch. Genau. Ja, aber es ist halt, heutzutage ist das echt krass, ne? Mit Social Media. Man muss da echt am Ball bleiben. Und, du hattest ja auch mal eine Auszeit zwischendurch, glaube ich, so ein bisschen. Ne? Zwischen deinen Weltmeistertitel und... Ja, 6 Jahre, fast 6 Jahre hatte ich tatsächlich nur noch dann irgendwann Studio gemacht, weil ich mich entscheiden musste, entweder Burnout oder Happy Life. Und ich war an so einem Punkt, das war auch noch zu der Zeit, wo ich mich dann scheiden lassen habe und so weiter. Kam alles auf einmal und dann war das... so sich selbst zu finden. Wenn man dann relativ erfolgreich ist in der Branche, dann wird man auch gerne mal zerrissen. Damit konnte ich nicht umgehen damals.
ich hatte die Stärke nicht, um damit umgehen zu können. Und, das ist auch so ein bisschen auch noch mein Problem. Ne? Also wenn unter 100 Kommentaren ist ein schlechter und der zieht dich dann durch den ganzen Tag. Genau, ja, genau, genau. Das ist schon, ist schon krass teilweise. Ja, und das, es ist gar nicht so zu unterschätzen, also man darf es gar nicht so unterschätzen, was es in einem tut. Ja, ja, also es gibt auch so eine Faustregel im Coaching. Wenn du ein Kompliment bekommst, atme es 10 Sekunden ein. Mhm. Weil es 10 Sekunden braucht, bis das Kompliment hier oben im Gehirn angekommen ist, okay, um es hier runter transportieren zu können, ins Herz. Okay. Ja. Und im Hingegen ein negatives oder Kritik sofort, sofort. Ja, man merkt es ja auch innerlich, ne? Wenn du was nicht Schönes gesagt bekommst, ist es sofort. Sofort im gelandet Magen und es ist, gespeichert in deinem Körper. Ja, ja. Also egal welcher Menschtyp ist, der eine spürt es in den Knochen, der andere im Magen, der nächste, was weiß ich, im Herzen, der übernächste in der Lunge oder in der, hier oben oder im Kopf. Oder einer kippt direkt um und schlägt tot. Genau. Ja. Und das ist, ja, und da hat sich halt alles so geballt und mir hat das alles keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe dann immer gefragt, für was mache ich es denn? Ich hatte auch einen YouTube-Kanal. Ich war einer der ersten tatsächlich, die mit YouTube damals angefangen hat. Aber das hat auch so Probleme damals mit sich gebracht. Ne? Genau, genau. Ja. Ich war einer der ersten, der mit YouTube angefangen hat und ich habe es dann wiederum gekippt, weil ich gesagt habe, jeder hat an deinem Stuhl gesägt, nur Shitstorm kam und weil einfach die Branche noch nicht bereit war dafür damals. Und dann habe ich gedacht, ich weiß noch, wie ich auf der Messe rumgelaufen bin und mit meiner Kamera und dann habe ich jemanden getroffen und der hat mich belächelt für das, was ich tue. Ja. Und Jahre später hat die Person selber auch ein Account dann gegründet. Ja. Und das ist immer so, das, wenn man früh mit etwas anfängt und eine Idee hat, dann... Genau, und dann irgendwann hatte ich sogar eine Klage am Hals und so weiter. Und das war dann so, wo ich dachte, boah, nee, und das umsonst, nee. Ja. Und habe es dann stillgelegt. Und es war auch diese Zeit, wo ich dann einfach auch an den Schulungen keinen Spaß mehr hatte und so weiter und da mich eigentlich neu erfinden wollte. Und ich habe dann den Rat bekommen, eben um mein mentales Innenleben sozusagen wieder auf Vordermann zu bringen, Coaches ranzuholen, die mir helfen können und bin damals eben in Konstanz bei Schwarz & Schwarz gelandet und ich bin heute noch dankbar dafür. Ja. 6 Jahre war ich bei denen. Das hat dich wieder auf Vordermann gebracht geerdet. Und genau. Ja. Und ich bin mit dem Ansatz hin, ich will mich neu erfinden. Ich brauche einen neuen Beruf und überhaupt. Mhm. Und schlussendlich haben sie durch die ganzen Jahre mich wieder zurück zu meiner Passion gebracht. Weil ist das, was ich... Wieder die Leidenschaft angezündet quasi. Ne? Genau, ja, genau. Ja. Wie kommt denn eine Milena Burger? Also erstmal müssen wir die Milena jetzt natürlich wieder ein bisschen pushen, damit die Welt... Ihr müsst nicht. Definitiv. Also die Welt muss diese Frau kennenlernen, weil du hast echt einiges auf dem Kasten und das darf der Welt nicht vorenthalten werden. Ne? Aber nochmal, wie kommt denn eine Milena Burger so dann abends zur Ruhe, wenn sie nach so einem harten Studio... Tag oder wie auch immer runterkommen will. Mit meinen Bildern. Mit deinen Bildern? Du malst auch viel, ne? Ich male viel, ja. Genau. Also zur Zeit weniger, weil ich nicht dazu komme. Und dann Sofa und Netflix. Ja. Was für eine Serie? unterschiedlich. Von Bridgerton bis hin, jetzt gerade diesen Thriller da mit dem Serienmörder, der
Ich weiß es nicht, wie der heißt. Okay. Also da habe ich jetzt 2 Folgen angeschaut, den kann ich nicht alleine angucken. Und hängen geblieben. Bitte? Und hängen geblieben. Es ist aber schon gut, aber alleine kann ich den nicht anschauen. Also aber ich bin mega Walking Dead und Game of Thrones und jetzt die neue Serie von Game of Thrones. Wie heißt das? Herr der Ringe ist jetzt auch was. Herr der Ringe ist auch mega. Ja, ich bin ja happy. Montag was und am Freitag was. Also genug Zeit, um runterzukommen. Ne? Genau, ja. Cool. Genau. Und meine Kinder natürlich. Ja. Ja. Die sind aber jetzt auch schon ganz schön groß, ne? Ja, ja. Also in dem Video, was auf YouTube kursiert, da sind sie noch ganz klein und jetzt sind sie ganz groß. Genau. Hast du einen witzigen Moment mit deinen Kunden, den du uns erzählen kannst? Wahrscheinlich viele, ne? Ja, also mega. Über die Jahre. Eigentlich könnte man ein Buch schreiben. Habe ich gestern auch schon ein paar Mal gesagt. Man muss sich das alles aufschreiben und sonst verrät es in Vergessenheit. Also eigentlich könnte man echt ein Buch schreiben darüber, aber so spontan und witzigen. Du hast doch mal die eine mit der Sonnenbrille, ne? Ja, genau. Ja, ja, da hatten wir ja, Michaela und ich hatten ja ein TikTok draus gemacht. Genau. Also schaut euch den gerne noch an. Ja, super witzig geworden. Ja. Tatsächlich kam eine Kundin rein mit so einem Hut auf dem Kopf, ja, und Sonnenbrille. Und sie wollte unbedingt einen Termin haben für Fingernägel. Und American Style hat sie dann so mit solchen Lippen und Busen bis zur Schulter hoch. Ja. Und genau, und dann saß sie tatsächlich so da, ja, am Tisch. Und damalige Mitarbeiterin, die hat dann gefragt, wollen Sie nicht Ihre Brille absetzen? Mhm. Und dann sagt sie, oh nein, nein, dann erkennt mich hier die Paparazzi oder so, ja. Und meine Mitarbeiterin, wieso? Ja, kennen Sie mich denn nicht? Ich bin nämlich immer in der Bunten und in der Gala und überhaupt. Wer nicht. Das? Ich war und ich war erst kürzlich und bla 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 auf dem Event und so. Und dann fragt meine Mitarbeiterin, was für eine Farbe. Und sie meinte, ja, sie hätte gerne ein Ferrari Rot oder so drauf. Also so ein schönes, sattes Rot. Und dann streicht meine Mitarbeiterin die Farbe drauf. Und die Dame guckt und sagt, das ist viel zu dunkel. Ja? Mhm. Das ist nicht Ferrari Rot. Ja? Und dann sagt meine Kundin so, ja, vielleicht sollten Sie doch Ihre Brille absetzen, um zu gucken, die Farbe richtig zu erkennen. Und dann war es tatsächlich richtig, ja. Genau, ja. Genau. Oh Mann, ey. Ja. Also es gibt manche, die haben den Schuss nicht gehört. Ja. Hattest du denn schon mal Promi-Kunden, wo wir gerade bei dieser Sonnenbrillengeschichte waren? Ja. Ja? Kannst du darüber erzählen, oder? Ja, ja. Ich sage jetzt, nenne keine Namen, aber ich, ich kann. Einen Namen kann ich nennen. Lilia Matthäus, Ex-Frau von Lothar Matthäus, hat einen Termin ausgemacht und sie kam eine halbe Stunde zu spät. Und zu ihrem ersten Termin. Und ich habe gesehen, sie spricht draußen im Auto mit Lothar. Und dann hatte ich schon meine nächste Kundin angerufen und die darauf folgende auch, dass sie später kommen sollen. Ich hatte ein bisschen Puffer hinten dran und dann kam sie rein und hat sich hingesetzt und so. Und dann hat sie gesagt, Frau Matthäus, ich weiß, wer Sie sind und das ist auch schön und gut, aber auch für Sie gilt, bitte pünktlich sein, weil dadurch verschieben sich meine Termine und das ist unangenehm für meine nächsten Kunden. Und dann war sie erst so ein bisschen, aber ich habe dann natürlich die Situation gelockert und so weiter. Und irgendwann kam Lothar, um sie abzuholen. Und haben sie so gesprochen. Und dann erzählt er so, ja, ist schon wieder in der Klatschpresse und überhaupt. Und es geht mir so auf den Sack und was weiß ich. Und dann sagt Lilia, ja, vielleicht solltest du auch hierher kommen. Um runterzukommen. Vielleicht solltest du auch hierher kommen, weil hier wirst du ganz normal behandelt,
jeder andere Mensch, nicht einfach als Besonderes. Ja, das ist auch wichtig, und da habe ich, auch wenn ich mit dir ein hartes Wort gesprochen habe, aber gerade das hat sie gebraucht, um festzustellen, okay, hier wirst du wie jeder andere behandelt. Und du wirst nicht auf dem Podest hochgestellt. Der wahrscheinlich. Genau. Ja. Also richtig so, sind auch nur Menschen. Ne? Ja. Und dann hatte ich mal eine Dame da, das ist mir äußerst peinlich, weil ich habe sie nicht erkannt. Und ich wurde ihr empfohlen und die hatten ganz dringend ein Studio gebraucht. Und ich wollte eigentlich schon in Urlaub und sie wollte am Samstag, aber da wäre ich nicht mehr da. Und dann sagte sie, soll sie noch heute kommen, aber pünktlich bitte. Und sie kam auch und mit Bodyguard und so. Okay. Und das ist ja schon was krasser. Eine recht kurvige Dame, auch und so, aber halt nicht geschminkt. Und ich dachte auch, okay. Auch jünger? Jünger. Und ich weiß, von wem sie redet, deswegen, vielleicht könnt ihr es ja erraten, schreibt es mal in die Kommentare. Ja. In mir spulten sich so die Projektionen ab, ja. Und es ist sehr interessant, was dann so in einem Menschen so vor sich geht in dem Moment. Und auf jeden Fall habe ich sie dann gefragt, ja, für was sie denn in München ist. Und ja, sie hat Dreharbeiten. Mhm. Dann wurden noch mehr die Spulen gedreht. Da denkt man erstmal nach einer Richtung. Ne? Und auf jeden Fall habe ich sie gefragt, ja, in welcher Branche denn? Und dann sagt sie, sie dreht Musikvideos. Mhm. Und ich so, okay. Ja, so, okay. In welche Richtung? Ja, Hip-Hop, Deutschrap. Ich so, ah gut, sorry, da kenne ich mich nicht aus, habe ich dann so gesagt. Wie heißt du nochmal? Und dann sagt sie, ja, Shirin David. Mhm. Ja, und ich sage, tut mir leid, meine Kinder kennen dich bestimmt, aber ich nicht. Ja, es tut mir leid. Und dann zum Schluss, also wir haben uns super unterhalten und sie ist eine bezaubernde Person. Also meine Projektionen wurden dann niedergelegt natürlich. Bezaubernde, bodenständige Person, also Wahnsinn, diese Frau. Und auf jeden Fall, als sie gegangen ist, habe ich dann nochmal, kannst du mir nochmal deinen Namen sagen? Ich muss echt mal meine Kinder fragen. Und dann hat sie mir ein Autogramm gegeben, mehr oder weniger. Und als ich dann zu Hause war und meine Jungs gefragt habe, ey, kennt ihr die da? Ja, klar. Und mein Ältester war noch mit dem Fahrrad unterwegs und seine Kumpel standen im Garten und warteten auf ihn. Und dann ist er rausgestürmt und hat, meine Mama hatte heute Shirin David da. Also im Studio. Geil. Also ich hätte sie vor einem halben Jahr oder einem Jahr hätte ich auch nicht gewusst, wer sie ist, ganz ehrlich. Ja. Also ich bin in der Szene auch nicht unterwegs und gibt es MTV eigentlich noch und Viva? Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Ich glaube, ich weiß es nicht, ob es die gibt. Ich glaube schon. Wo werden denn Musikvideos heutzutage noch gezeigt? YouTube wahrscheinlich, ne? Genau. Also, krasser Scheiß. Ja. Ja, und dann hatten wir Roy und wie heißt, müssen wir nochmal auf. Siegfried und Roy. Siegfried und Roy, genau. Hatten wir, also ich glaube, Roy ist der, der jetzt gestorben ist. Genau, Roy war da, weil er hier in München behandelt worden ist. Mhm. Und und dann ganz viele etliche, die aber jetzt immer noch kommen und deswegen möchte ich einfach nicht darüber sprechen. Genau, so richtig so. Kommen wir mal zu so ein paar anderen Sachen. Strand oder Skiurlaub? Strand. Okay. Met oder Nutella? Nutella. Da bin ich auch der Fan von. Kaffee oder Kakao? Kaffee. Stamping oder Malerei? Malerei. Stamping ist so ein Hasswort, ne? Boah, Stamping ist ganz Katastrophe. Ja, das ist das Schlimmste, was mir... Also früher habe ich es belächelt, weil ich immer gesagt habe, das, was ihr stampen könnt, das kann ich locker malen, ja. Und mittlerweile gibt es natürlich tolle Stamping-Motive und da werde ich teilweise selber neidisch. Und es ist also
grundsätzlich ist es super easy, müsste es super easy gehen. Ja. Ja. Man sieht jeder, ja auch Instagram und so. Ja, ja. Jede normale Nageldesignerin kann es, nur wer nicht, ich. Ja, also ich kann es nicht. Für mich ist es auch ein Hassthema. Ja. Und, was ich Stamping, Platten und Kissen und Farben da habe und es funktioniert einfach nicht. Ja, ja. Die Welt will nicht, dass ich... Habe ich auch immer nur so ganz, also zum Airbrush dazu noch so ganz winzige Schmetterlinge, die haben funktioniert, aber so vollflächige Dinger, ne, das ist immer für mich ein Graus. Ja. Und Hund oder Katze? Katze. Okay. Deine Lieblingsfarbe? Schwarz. Und echt? Rot. Schwarz? Hätte und Blau. Schwarz, Rot und Blau. Okay, haben wir direkt rein. Genau. Wobei Schwarz ja keine Farbe ist. Ja, ist genau. Gemütszustand. Aber ich glaube, Rot und Blau mag ich gerne. Mein Auto ist blau. Ja, stimmt. Mein Lieblingspulli, was ich gestern hatte, ist auch blau. Okay. Genau. Okay, ich sag dir jetzt mal ein paar Wörter und du sagst mir eigentlich einfach nur das Erste, was dir dazu einfällt. Okay. Beauty. Schönheit. Urlaub. Hoffentlich bald wieder. Jetzt kommt ein Wort, Nageltante. Hasse ich! Da zieht es mir alles zusammen. Ja? Also da zieht es mir jeden Zehennagel, alles zieht es mir zusammen bei diesem Wort. Ganz das habe ich gestern mehrere gefragt und einige ist es egal, die sehen das ganz, ganz easy und manche, die reagieren so wie du tatsächlich. Ja. Ja. Also ich habe da dazu tatsächlich mal auf Instagram auch so einen kleinen Story-Dings gemacht. Weil ich tatsächlich nach einem Begriff für uns Nail-Artisten suche. Also ich finde auch Nail-Artisten nicht mehr passen, nicht zeitgemäß, weißt du? Darum geht es. Nageldesign, das ist so hart in meinen, also in meinen Ohren. Ja, es ist so Nageltante, Nagelfee, auch wenn es Fee was Schönes sein sollte, ich finde es eine Verniedlichung. Genau, ja. Man wird nicht ernst genommen. Also es zeigt, man wird nicht ernst genommen. Nageltante sowieso, das ist abwertend. Ich Friseur, wenn oder Coiffeur oder wie auch immer, das wird schon komplett auf einen anderen Stellenwert gesetzt. Ja. Und um ernst genommen zu werden, ist auch die Bezeichnung des Berufes wichtig, finde ich. Und, das ist hier in Deutschland eh so ein bisschen das Problem, ne? Weil es nicht so richtig anerkannt wird. Ja. In England ist es ja so, dass du sogar fürs Fräsen einen Führerschein brauchst, ne? um die Fräse zu benutzen. Genau. Und da hat es einen ganz anderen Stellenwert. Ne? Ja. Also das müsste hier in Deutschland auch ausbildungsmäßig oder irgendwie sowas mal gedeckelt werden. Genau. Also in England, weiß ich, nennen sie sich immer mehr Manikürist, was ich auch sehr elegant finde, aber es passt nicht hierher. England ist okay. Und daher bin ich tatsächlich noch so auf der Suche nach der richtigen Bezeichnung. Das ist, das war jetzt auch zur Gründung vom neuen Studio ziemlich schwierig. Mal abgesehen davon, dass ich ja nicht nur Nägel anbiete, einen Namen zu finden. Und dann haben wir hin und her gebrainstormt und schlussendlich haben wir meinen Namen genommen und einfach nur Studio davor gesetzt, weil das immer noch professioneller ist, wie wenn ich irgendwie Beauty, bla bla bla. Ja, genau. Und dein Logo ist ja auch schön geworden. Ja. Das finde ich, da bin ich ganz stolz drauf, den habe ich selber gemacht. Selbstgehört. Das ist meine Handschrift. Ja, genau. Habe ich ja schon gedacht. Ja, genau. Ja, cool. Ja, ansonsten möchtest du noch der Welt irgendwas mitteilen? Egal, an welchem Punkt ihr in eurer Karriere steht, glaubt immer an euch. Ja? Lasst euch nicht unterkriegen. Glaubt an euch, bildet euch weiter. Holt immer mehr Informationen dazu. Andere Blickwinkel. Andere Blickwinkel vielleicht auch. Genau, andere Blickwinkel, die Dinge auch mal aus anderen Blickwinkeln zu sehen, nicht immer sofort eine Meinung zu bilden, eigene, sondern wirklich einfach erstmal
schauen, wo stehe ich. Und ja, und am ganz wichtigsten ist, Spaß an der Freude zu haben. Genau. Das ist. Ja. Und nie zu klein. Nein, und nie zu klein denken. Ja, ja, das, weil wenn ich dran denke, wie ich mal gestartet habe und wo ich heute stehe, ich habe sehr viele Hürden durchgehen müssen, das definitiv. Es war nicht immer super easy, auch wenn es für manche so aussieht. Ja. Auch jetzt die letzte Zeit war, du weißt es. Definitiv. War nicht einfach und ich war auch an Punkten, wo ich dann selbst an mir zweifle und so, aber im Grunde, wenn du innerlich trotzdem stark bist, dann kann einfach nichts passieren. Nichts passieren. Ja. Der Weg führt dich immer dahin, wo es hingehen, soll. Genau. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Mhm. Ja, dann. Bis zum nächsten Mal. Milena und Chris. Euer Chris. Tschüss. Ciao.